Kinder, heute ist Sonntag. Matteo, der hat einen ganz schönen süßen Streich mit mir gespielt. Ich habe ihm nämlich die Kasimir-Bücher zurückgebracht und er hat mir gleich das nächste in die Hand gedrückt. Klaus, die Laus. Und richtig, Matteo, ich habe ganz viele Stofftiere. Aber das habe ich nicht. Klaus, die Laus. Eines Tages purzelte Klaus, die Laus, von einem hübschen blonden Köpfchen, das im Garten spielte. Verzweifelt hüpfte er hierhin und dorthin, um seine weiche und lockige Unterkunft wiederzufinden. Zu spät, das Kind war fort. Also nahm er seinen Schirm, der ihn vor Schaumbädern und beißenden Shampoos schützte, und machte sich auf die Suche nach einem weniger unruhigen Kopf. Auf seinem Weg begegnete er Heini Hummel. Klaus nutzte sogleich die Gelegenheit und fragte ihn, ob er nicht einen alten Hund kennen würde, der ihn aufnehmen könnte. Heini erklärte, dass er noch nie einen Hund, eine Katze oder ein anderes Tier dieser Art im Garten gesehen habe. Aber er zeigte ihm das Haus von Josephine, der Biene, und schickte ihn zu ihr. Allerdings sind Bienen im Sommer nicht oft zu Hause und so war es auch an diesem Tag. Oh, verflixt! Jammerte die Laus vor der verschlossenen Tür. Na, da werde ich mir wohl alleine helfen müssen. Guten Morgen, Heini Hummel. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Schwärmte Josephine, die Biene. Ach, guten Tag, erwiderte Heini und machte vor Überraschung einen Sprung. Ich dachte, du wärst zu Hause. Wieso? Was ist los? Fragte Josephine neugierig. Da wartet jemand auf dich. Dieser jemand ist übrigens so hässlich wie eine Laus. Sagte Josephine und machte eine nachdenkliche Miene. Wenn er so hässlich ist wie eine Laus, dann ist er bestimmt eine Laus. Und Läuse mögen Honig, erklärte Heini Hummel. Oh nein, nicht meinen Honig, rief die Biene und stürzte nach Hause. Aber zum Glück fehlte ihr kein einziger Honigtopf. Mitten in der Nacht wurde Josephine jedoch von verdächtigen Geräuschen geweckt. Sie zündete eine Kerze an und lief durchs Haus. Sie wollte nachsehen, ob womöglich doch die Laus versuchte, ihren Vorratsschrank aufzubrechen, denn dort bewahrte sie ihren Honig auf. Aber sie konnte niemanden entdecken. Und so kehrte Josephine in ihr Bett zurück, blies die Kerze aus und legte sich wieder schlafen. In Wahrheit kamen die Geräusche aus der Nachbarschaft. Klaus die Laus richtete dort ein verlassenes Haus wieder her. Als Josephine, die Biene, am nächsten Morgen aufstand, sah sie als erstes eine Laus, die gerade ein Schild aufstellte. Friseursalon Klaus. Josephine wollte immer hübsch aussehen, deshalb ging sie noch am selben Tag zum Friseur. Ich könnte dir einen jungen, flotten Schnitt machen, schlug Klaus vor, während er um Josephine kreiste. So, fertig, sagte er nach vollendeter Arbeit und wedelte stolz mit einem kleinen Spiegelchen herum. Ha, das ist ja mal was ganz anderes, rief Josephine entzückt, als sie ihre neue Frisur betrachtete. Sie brannte darauf, sich all ihren Freunden zu zeigen. Josephine, hast du dich etwa mit einem Nagel gekämmt? Fragte Heini Hummel glucksend. Du meinst wohl mit einem Knallfrosch, kicherte Walter der Falter. Na, vielen Dank. Beleidigt flog Josephine davon. Während sich Josephines Freunde über ihre neue Frisur lustig machten, bekam Klaus die Laus Besuch von Willi Wichtel, dem Zwerg. Der Zwerg war sehr neugierig und versuchte, den Kopf durch die Tür zu stecken. Hallo, ist da jemand? In genau diesem Augenblick sprang Klaus die Laus los und vergrub sich tief im Bart des Wichtels. Als Josephine zu Klaus' Friseursalon zurückkehrte, um sich bei ihm zu beschweren, war er nicht mehr da. Dafür begegnete sie Willi Wichtel, der sich nervös im Bart kratzte.